Corona-Testergebnisse, die offen in eine betriebliche Chatgruppe eingestellt werden müssen, Kontrolle am Arbeitsplatz durch eine permanente Zoom-Konferenz, die nur der Videoüberwachung dient, nur zwei Beispiele für 196 Datenschutzverletzungen, die im vergangenen Jahr bei der Landesdatenschutzbeauftragten bekannt wurden. Die Dunkelziffer dürfte riesig sein. Insofern sind wir dringend darauf angewiesen, dass Menschen von sich aus sich bei uns melden und uns berichten darüber, wo überall es Missbrauch personenbezogener Daten gibt. Besonders schwere Datenschutzverstöße, wie beispielsweise bei der Brebau, kann die Landesdatenschutzbeauftragte seit Jahresbeginn mit saftigen Bußgeldern ahnden. Ein wichtiges neues Instrument. Ich glaube, dass das schon mehr und mehr ins Bewusstsein dringt, dass es nicht folgenlos bleibt, sich an die Regeln der Datenschutzgrundverordnung nicht zu halten. Die Bedeutung der Landesdatenschutzbeauftragten dürfte bei wachsender Digitalisierung nur noch weiter zunehmen.